Weiter geht's nun mit einer weiteren Folge von Pokémon Schild, den Erweiterungspass von Insel der Rüstung. Und jetzt geht's nun los. Wir sind jetzt nun auf den. Wir haben jetzt natürlich im letzten Part den Dynapilz-Jagd jetzt mal endlich mal beendet. Und jetzt geht es nun zur dritten Prüfung anscheinend. Mal sehen, was uns jetzt erwartet. Was Maastricht jetzt mit uns zu reden hat, mit uns beiden. Red, Saverio, schön, dass ihr hier und nicht woanders seid. Meister, ihr habt das Gespräch mit mir gesucht? Nun, ich habe euch beide hergebeten, ich ein ernstes Wörtchen mit euch reden muss. Es geht um die drei Prüfungen des Master Dojos. Ich muss euch leider mitteilen, dass wir schon bei der letzten und der finalen Ultimativprüfung Nummer 3 sind. Die letzte finale Ultimative Nummer 3? Die Finale? Mit anderen Worten, die nächste Prüfung fängt bald an? Exakt! Ihr zwei habt es als Einzige geschafft, die zweite Prüfung zu bestehen. Dabei habt ihr einander stets angespannt und somit zur größeren Stärke verholfen. Zeit für einen entscheidenden Dynamax-Pokémon-Kampf zwischen euch. Wir sollen uns ein Duell liefern? Das ist die letzte Prüfung? So ist es. Die Regeln sind denkbar einfach. Wer gewinnt, hat die Prüfung bestanden. Und der Gewinner bekommt von mir die Geheimrüstung unseres Dojos. Endlich ist es soweit. Jedoch... Der Kampf wird auf den Kampfplatz hinter dem Master Dojo ausgetragen. Da sich dort eine Energiequelle befindet, könnt ihr die Dynamaxierung anwenden. Dann habe ich keine Zeit zu verlieren. Ich muss schleunigst den Platz aufsuchen und den Kampf im Geiste durchgehen. Nun denn, ich gehe schon mal voraus. Nun tu dir derweil ein Beispiel an Fleckmon und lass dir Zeit mit deinen Vorbereitungen. Saverio hat an und für sich schon Talent, aber sich dessen bewusst ist, geht er alles nur halbherzig an und hat sich bisher noch nie ernsthaft seiner Sache gewidmet. Das gilt auch fürs Training im Dojo. Aber seit du hier bist, hat sich das geändert, Red. Rivalität scheint ihnen dazu warnen, sich wirklich für etwas ins Zeug zu legen. Ich hoffe nur, dass diese Motivation ihn nicht vom richtigen Weg abbringt. Mal sehen, was wir jetzt noch tun können. Ich glaube, so wie es aussieht, ist es jetzt soweit, dass wir dann gegen unseren Rivalen ein letztes Mal kämpfen. In der dritten Prüfung. Aber ich glaube, das wird jetzt nicht alles sein. Das Projekt der Eni, dieses DLC Let's Play wird auch nicht so lange dauern. Ich glaube, so zwischen 10 oder sogar 20 Parts noch. Automatischer Speichervorgang hat jetzt aktiviert, ja. Na gut, dann lass uns jetzt mal angehen. Mal sehen, was wir jetzt noch tun können. Und er wartet schon auf uns. Also gut, Saverio, bist du soweit? Du bist also erschienen. Nach meinem Sieg über dich werde ich die Geheimrüstung für mich beanspruchen. Dies wird mir auf meinem Weg, Arenaleiter für Psycho-Pokémon zu werden, alle Türen öffnen. Was auch immer du mir entgegensetzen wirst, der Sieg wird mir jetzt schon gewiss. Ich werde dir mit aller Kraft entgegentreten, die ich aufbringen kann. Bist du so bereit? Soweit so gut, bin ich bereit, mein Lieber. Mal sehen, wie stark du bist. Ihr seht aus, als könnte es losgehen. Viel Erfolg! Ich feuer euch beide an. Also gut, geht in Position. Na gut, es geht los, Leute. Leo gegen mich. Den Champ von Galar natürlich. Dies ist die letzte Prüfung. Fertig?
Und ab geht die Post. So, der letzte Kampf gegen Saverio, so wie es aussieht. Aber erst der letzte Kampf, ich weiß es noch nicht. Und er startet jetzt mit Feen-Pokémon. Naja. Nun denn, lass uns einen eleganten Kampf hinlegen, wie sich ein großer Finale zitiert. Stell dich darauf ein, am seltsamen Gefühl unter deinen Füßen zu verzweifeln. Mal sehen, wie stark du bist. Wir werden ein bisschen Nitro-Ladung reinpacken. Das Ponita können wir locker ausnocken. Aber ich glaube, ich bin gespannt, ob er wirklich auch eine Dynamaxierung dann reinpackt. Als letztes. Kadabra. Sein Pokémon ist nicht so stark, wie ich mir das recht gedacht habe, aber wir sind etwas stärker. Das ist ja logisch, weil ich habe so viel trainiert. Wegen den Dynamaxierungen. Und zack. Das Kadabra ist auch schon KO. Er hat einen Volltreffer getroffen. Nice. Das ist ein Critical Hit. Gecritted. Nibelo 81 und Schlock Level 31. Nice. Pletiamo. Gleich Nibelo. Ich glaube, wir können dann bald die Dynamaxierung starten. Nochmal Feuersäulen. Das letzte werden wir dann gleich zum Schluss machen. Das Beste kommt immer zum Schluss. Zum Glück ist es nur Feuertyp. Aber Nibelo hält es ja natürlich aus. Es ist interessant, dass er überhaupt keinen Top-Trank einsetzt. Nicht immer der Trainer, das ist irgendwie merkwürdig. Aber naja, was kann man damit rechnen? Und Schillig ist Level 32. Lamus, ich glaube, da wird er jetzt sicherlich dann die Dynamaxierung dann rauspacken. Dann werden wir mal weiterkämpfen mit Nibelo. Jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als die schwache Stärke meiner Psychokräfte anzuvertrauen. Los geht's mit Level 67. Oh, das Galala. Ich glaube, wir werden jetzt mal probieren, ob wir wirklich was die Dynamaxierung was geändert hat. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, mal sehen. Wir können es ruhig mal nutzen. Naja, es hat eher nicht so vieles gebracht, aber... Wenn ich bis 3 gezählt habe, wird mein Pokéball Gegmaße annehmen. Mal sehen, was du jetzt zu tun hast, aber das ist ja geil, wie der einfach die Dynamaxierung macht. So, Dynamax Slam gegen Dynamax Nibelo. Das wird jetzt ein epischer Kampf sein. Ich habe jetzt mal diesmal die Online-Modus jetzt mal, weil ich habe schon gesehen, dass es oft geleckt hat bei dieser Aufnahme. Ich weiß nicht, wieso das daran liegt. Aber, naja. Deiner Blut. Ei, das ist Wasserattacke. Wie viel Treffer macht es? Naja, nicht so viel. Gott sei Dank hat es eine höhere Verteidigung. Ha, diese sehr effektive Attacke war ziemlich ein eleganter Schachzug von mir, nicht wahr? Naja, du unterschätzt mich ein bisschen, denn Nibelo hat einen höheren Verteidigungswert. Aber mit deiner Foto mal platt. Ach, das hat ja nicht so vieles gebracht, verdammt. Nicht so effektiv, wenn es Feentyp ist. Feen Psycho. Boah, das zieht ja sehr viel ab. Schnellschuss. Oh Mann, die Fähigkeit Schnellschuss hat er auch noch. Verdammt, er noch schneller schießen als ich. Also hat er den vorderen... Oh mein Gott. Er hat tatsächlich die Bärleute platt gemacht. Fähigkeit Schnellschuss hat er jetzt eine größere Chance. So ein Dreck. Amigento, los. Ich glaube, der Pack ist gelungen. Machen wir mal Luftschnitt.
Was, ist es ausgewichen? Gut! Dann Eisenschädel. Ja, das hat er jetzt mal überstanden. Erstmal Luftschnitt, komm. Wir müssen jetzt ihn besiegen. Und das war's auch schon jetzt für den Kampf gegen unseren neuen Rivalen. Dritte Prüfung ist jetzt so gut wie in unserer Tasche. Gewonnen. Ich schmach, ihr solltet mir selbst einen Zypern auferlegen. Naja. Wir haben einen Sieger. Red hat die dritte Prüfung bestanden. Bravo, super. Das war fantastisch. Was für ein Kampf. Ihr beide, das habt ihr beide ganz hervorragend gemacht. Ich habe verloren. Wie überaus armselig. Dabei habe ich sogar auf volle Tricks zurückgegriffen. Ich bezweifle stark, dass so ein junger und talentierter Mensch wie du das verstehen kann. Aber ich habe alles gegeben, was ein durchschnittlicher Trainer wie ich nur geben kann. Doch vielleicht ist nun die Zeit gekommen, den Traum vom Arenaleiter-Dasein aufzugeben. Sobald faires Verhalten auffliegt, werde ich sicher ohnehin aus dem Dojo verbannt. Halte dich zurück, Red. Du kannst dem Meister ruhig von meinen Missetaten berichten. Was soll ich das machen? Nee, wir werden es lieber lassen. Was? Dabei habe ich mich zu solch schändlichen Taten hinreißen lassen, um mir den Sieg zu sichern. Red zeigt mal wieder, indem er sowohl auf Pokémon als auch auf Gegner Rücksicht nimmt. Meister! Als Averius-Meister trage ich eine Gewissheit für das, was passiert ist. Daher möchte ich auch mich entschuldigen. Das war nicht richtig von ihm. Aber mein Schüler steckt nun einmal voller Siegeswillen und es gibt es gegen seine Rivalen. Meister, ich danke euch. Verzeih mir, Red. Als Strafe wirst du dich ein halbes Jahr lang ganz allein um die Pokémon in Dojo. Wie bitte? Seid ihr sicher, dass es mit dieser getan ist? Na Logo. Und von jetzt an wirst du bei uns auch deinen Geist stärken. Jawohl. Dann wäre damit alles geklärt. Ihr habt so wunderbar ins Zeug gelegt, meine Lieben. Ich war zwischendurch so aufgeregt, dass ich kaum hinschauen konnte. Das ist so aufregend. Es war toll, dass Rotz und Wasser geheult haben. Red, du hast dich von der missländischen Lage gar nicht erst beeindrucken lassen und prima gekämpft. Damit hast du alle drei Prüfungen gemeistert. Und nun, wie versprochen, die Geheimrüstung des Master Dojos. Ich latsch schon mal vor, um im Dojo alle nötigen Vorbereitungen zu treffen. Also dann, die Show ist vorbei. Macht euren Meister froh und kehrt zurück ins Dojo. Ho, ho, ho. Hattest du einen Moment Zeit? Red, du erhältst die Liga-Karte von Saverio. Nice, also das heißt, wir können auch dann ihn kämpfen in der Pokémon-Liga, das wäre nice. Zum Abschluss. Ich muss zugeben, dass da klein wenig Talent in dir schlummert. Naja. Damit haben wir jetzt auch schon seine Liga-Karte geholt. Na gut, wir werden jetzt nur schnell unsere Pokémon heilen und dann geht es dann los. Mal sehen, was uns als nächstes uns erwartet. Ich werde jetzt noch ein paar Minuten weiter länger drehen, damit euch der Spaß nicht verläuft. Jetzt ein Schlückchen von meiner zuckerfreien Schadenerbombe nehmen. Na gut, los geht's.
Da bist du ja, Red. Du hast alle drei Prüfungen erfolgreich absolviert. Daher überreiche ich dir die Helmrüstung des Master Dojos. Also dann, los, komm raus! Oh yeah, das Pokémon, das wir aus dem Trailer gesehen haben. Oh ja, das mystische Pokémon, das wir jetzt bekommen, glaube ich. Das ist ziemlich verschreckt, verängstigt. Ein sehr guter Auftritt für so ein Pokémon. Kuma! Dieses Pokémon ist die Geheimrüstung des Master Dojos. Sein Name lautet Dakuma. Es mag zwar sehr klein sein, doch mit dem richtigen Training entpuppt sich als robuste Rüstung, die jeden gegnerischen standhalten kann. Das Kerlchen verfügt über unfassbares Talent. Gibt da nur ein Problem. Dakuma ist äußerst schüchtern. Es hat offenbar keinerlei Selbstvertrauen. Doch vielleicht lernt es ja an deiner Seite etwas aus sich herauszugehen. Deshalb würde ich Dakuma gerne in deine Obhut geben. Im Voraus. Na komm, Dakuma. Dakuma. Das ist ja echt der Hammer, dass wir jetzt Dakuma jetzt gerade bekommen. Und das gerade erst nach der dritten Prüfung. Nice. Meister Maastricht hat dir Dakuma anvertraut. Mal sehen, was der Pokédex dazu sagt. Dakumas Kung-Fu-Pokémon. Es zieht es einen langen weißen Fell an seinem Hinterkopf, steigert das den Kampfgeist und aus seiner Körpermitte steigt Kraft empor. Sieht ziemlich gut aus, aber ich glaube, jetzt in mein Team reinpacken. Mal sehen, welchen Level es ist. Ich glaube, ich werde mal Amigento jetzt mal ersetzen. Amigento trägt das Bodendodendisk. Naja, das tue ich jetzt mal in den Beutel verstauen. Dann kommen wir wieder in dein Team aufgenommen und Amigento in die PC-Box geschickt. Also gut. Ich möchte, dass ihr gut miteinander auskommt. Dazu müsst ihr lernen, einander zu vertrauen. Dieses kleine Kerlchen hat noch nicht die Welt außerhalb des Dojos gesehen. Es ist gut möglich, dass Dakuma es sich dir einfach eröffnet, wenn ihr zusammen einen Ort mit einer schönen Aussicht auf der Rüstungsinsel besucht. Ich werde ein paar unserer Schüler an solchen Orten postieren, um euch den Weg zu weisen. Natürlich solltet ihr auch gemeinsam kämpfen und campen. So lernt ihr euch im Nu besser kennen. Oh, ich weiß noch schon, wie ich euch zwei dabei unter die Arme greifen kann. Ab jetzt darfst du auf der Rüstungsinsel Pokémon an der Spitze des Teams aus seinem Pokéball holen und mit ihm spazieren gehen. Bei einem schönen Spaziergang an der frischen Luft kommt man sich gleich ein wenig näher. Wenn ihr richtig dicke Freunde geworden seid, kommt wieder zu mir. Dann können wir mit Dakuma Ausbildung in den Kampfkünsten beginnen. Na gut, sollen wir das auch tun? Wir werden jetzt ein bisschen anfreunden mit Dakuma, das ist ja logisch. Na gut, dann werden wir doch jetzt einmal als erstes Dakuma auf Level 10. Lull. Naja, kann man den aus einem Vogelball holen? Ich weiß nicht. So. Freunde dich mit Dakuma an und sprich dann mit Meister Maastricht. Okay. Wir können jetzt mal versuchen, ein Pokécamp zu machen. Okay, dann probieren wir mal, was wir dann noch machen können. Wir können entweder ein Menü zaubern. So, wir nehmen jetzt mal Fertignudeln. Das wäre ziemlich gut. Und da werden wir mal die Citrobeere reinpacken. Und eine Labrusbeere.
So, dann lassen Sie mal anfangen. Mit dem Kochen. Mal sehen, ob der Dakuma dann uns wirklich gut befreundet werden kann mit meinen Pokémon. Bevor wir dann den Part beenden. So, mal richtig schön die A-Taste drücken, damit der mit meinem Daumen blutet. So, dann. Und Dakuma ist ziemlich interessiert darüber. Wir werden jetzt schon mal die Fertignudeln mal kochen. Vielleicht ist es sehr gut für Dakuma. So wie es aussieht, ist er sehr interessiert darüber. Und sie scheint wohl jetzt sehr glücklich zu sein, der liebe Dakuma. Ich hoffe, dass dir wird es dann sehr schön gefallen, dieses schöne Essen. Und Dakuma ist ziemlich neugierig, was wir machen. Fertig, Nudel, Curry. Das mache ich mal schön ein Foto darüber. Mal sehen, ob es ihm gut schmeckt. Die Hälfte der KP wurde wiederhergestellt. Deine Pokémon-Team haben einige Erfahrungspunkte erhalten. Deine Pokémon-Team ist jetzt etwas zutraulicher geworden. Ja, wir können jetzt mal das Spielzeug mal zückeln. Dakuma, komm her. Na komm her. Na gut, wir können auch mal noch etwas kochen, oder? Ja, tatsächlich, wir können auch was kochen. Was haben wir noch zu tun? Ich glaube, wir Gemüse reinpacken. Und dann werden wir noch eine Zitrobeere reinpacken, nur. Damit es ein bisschen mehr Erfahrungspunkte bekommt. So. Mal sehen, wir werden jetzt noch mal einmal einen Curry machen. Und dann beenden wir dann die Folge. So. Mal sehen, ob es wirklich was bringt. So, schön mal gut umrühren. Und mit Liebe abschmecken. Bäm! So. Das war dann der zweite Curry, was wir jetzt machen. Für diese Folge. Und dann beenden wir diese Folge. Mal sehen. Oh! Das nenne ich mal ein richtiges gutes Imbiss. So. Damit haben wir jetzt schon genug für heute. Mal sehen, was jetzt Dakuma so für Erfahrung bekommt. Das sind 163, naja. Na gut, wir können jetzt mal schnell zu einer schönen Aussicht gehen. Rennt uns auch noch hinter uns her. Hm. So wie es aussieht, scheint es jetzt zutraulicher für uns zu werden. Mal sehen. Ich glaube, wir werden jetzt noch mal... Ach, Blödsinn. Ich möchte jetzt gerade zur Karte gehen. Die Kämpfergrotte. Vaterprüfung. Unser Wüstensenke. Wir können jetzt einmal zur Kämpfergrotte gehen oder zum Vaterprüfung gehen. Ja, komm schon, Dakuma. Folge mir.
in der Weg der Freundschaft. So, Hypertränke. Schon die Kämpfergrotte zu sein. Hallo, ich komme aus einer anderen Region und suche nach einem Pokémon aus Galar. Hast du vielleicht einen Galar-Flunkschling? Wenn ja, würdest du deinen Galar-Flunkschling gegen meinen Flunkschling aus meiner Region tauschen? Ach nee, habe ich leider gar nicht. Hey Red, du musst dir einfach diese wunderschöne Landschaft ansehen. Möchtest du einen Ausblick vielleicht zusammen mit Dakuma genießen? Na klar, machen wir das mal schnell kurz. Aber ich glaube, im nächsten Part, wenn wir dann schon das alles haben. Du hast das Gefühl, dich jetzt etwas besser mit Dakuma zu verstehen. Zusammen mit einem Pokémon sieht jeder Landschaft gleich viel strahlender aus. Was können wir noch machen? Gibt es noch einen weiteren Ort, wo wir noch zeigen können? Nee. Die Wabeninsel werden wir dann auch noch bereisen wahrscheinlich. Die Ringbucht müssen wir auch noch gehen. Okay, dann müssen wir dann dorthin fliegen, glaube ich dann. Zur Vaterprüfung müssen wir dann nur noch nach oben gehen. Oh, ist er da drüber? Er hat sich jetzt da zu mir hinter mir teleportiert. Wie nice. Na gut. Hier ist die Fleißebene. Ja, hier kommen wir nicht mehr weiter, obwohl es niedrig ist. Aber wir gehen jetzt zum Pfad der Prüfung. Aber ich glaube, wir werden das dann im nächsten Part dann weitermachen. Oder doch das hier noch heute. Hey Red, du musst dich einfach diese wunderschöne Landschaft ansehen. Möchtest du den Ausblick vielleicht zusammen mit Dakuma genießen? Na klar. Damit wir ein bisschen mehr Freundschaft schließen können. Das ist eine schöne Aussicht hier, ne? Du hast das Gefühl, dich jetzt noch besser mit Dakuma zu verstehen. Nur noch ein bisschen mehr und du kannst dem Meister Bericht erstatten. Zusammen mit einem Pokémon sehe ich jede Landschaft gleich viel strahlender aus. Jetzt müssen wir noch zur Wüsten, zur Fleißebene wieder runter. So, dann fliegen wir mal rüber. Ich glaube, wir werden jetzt noch etwas länger den Part drehen. Nimm das nicht übel, aber wir werden jetzt ein bisschen länger den Part drehen, damit es ein bisschen vertrauter ist zu uns. Und dann werden wir Dakuma richtig durchziehen können. Hey Red, du musst dich einfach diese wunderschöne Landschaft ansehen. Möchtest du den Ausblick vielleicht zusammen mit Dakuma genießen? Na klar. So, ich habe jetzt nochmal ein paar Bilder gemacht. Vielleicht können wir dann das als Thumbnail reintun. Zusammen mit deinem Pokémon sehe ich jede Landschaft gleich strahlend aus. Gut. Jetzt müssen wir noch zurück, glaube ich, dann noch. Aber wirklich muss Dakuma jetzt mit so einem niedrigen Level jetzt dann starten? Ich weiß nicht. Okay, dann muss ich jetzt irgendwie wieder zurück. Na gut, dann werden wir das im nächsten Part machen, oder... Schauen wir mal, wie weit wir jetzt noch kommen. Vielleicht können wir noch Dakuma doch jetzt noch in dieser Folge noch vollständig machen. Damit es dann endgültig losgeht. So. Es müsste einen Weg irgendwo geben, nach oben zu kommen, oder? Nee, doch nicht, oder? Oder bin ich jetzt falsch gegangen? Die Tapferkeit.
Da war ich ja irgendwie falsch. Verdammt. Fuck, ich bin falsch gegangen. Naja, machen wir es im nächsten Part, Leute. Dann gehen wir dann zur Tapferkeitshöhle. Das wird jetzt dann die letzte Ortschaft sein, wo wir dann gehen werden. Oder... Ne, machen wir es im nächsten Part, Leute. Also, falls es euch gefallen hat, ein Däumchen nach oben, würde mich noch freuen. Und ein Abo da lassen und die Glocke aktivieren, wie immer. Denn die Support ist kein Mord. Und ihr unterstützt mich auch noch weiterhin für meinen weiteren Projekten. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und habt noch einen schönen Tag oder Abend noch, wann auch der Part auch sein kommen mag. Euer Red Pocatendo. Ciao.